Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil kommt heute etwas verspätet. Irgendwie komische Energie heute. Keine Ahnung, ob der Neumond jetzt so viel bewirkt. Ich dachte immer, dass der Vollmond sozusagen die große Kraft hat, aber immerhin hat es geregnet und ich lasse in der Hauptregentonne immer mal das Wasser, das erste Wasser in eine eigene Tonne abrinnen. Also das heißt, dass der ganze Schmutz, die ganzen Heilmittel sozusagen, die sich am Dach sozusagen abgelagert haben, in einer eigenen Tonne gesammelt werden. Und das ist dann schon das zweite, das saubere Wasser. Und das kommt dann hier in den Teich. Mache ich immer so. Und da werden jedes Jahr einige 1000 Liter Wasser nachgefüllt. Ja, er ist leider unter der Brücke genau gebrochen. Beide Seiten haben sich abgesenkt und in der Mitte ist eine schöne Bruchlinie. Dafür sind die Wurzeln von der Weide, naja, die sind gewaltig gewachsen. Moment, Alarm, Flugzeug von rechts. Sehen wir da was? Na, nix. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen, schade. Schade, hätte sich jetzt gut ergeben, aber macht nichts. Macht nichts, wir haben noch genug Tageslicht. Und ich habe überlegt, worüber könnte ich heute sprechen? Was wäre stimmig? Was würde passen? Was wäre sozusagen vielleicht ein gutes Thema? Da ist mir der Stoppel hinuntergeflogen. Was wäre ein gutes Thema? Und ich erinnere mich, als ich vor Ewigkeiten einmal, habe ich so ein paar Rhetorik-Kommunikationsseminare gehalten, war sehr interessant und unter anderem haben wir bei einer Matura-Klasse, also wir, die Seminargruppe und meine Wenigkeit, haben Prüfungssituation gespielt. Ja. Das war aus der Gruppe heraus, weil ich habe mir immer gedacht, ich möchte nicht nach Schema F vorgehen, sondern ich habe bei meinen Seminargruppen immer einmal geschaut, was die Leute wollen, was sie interessiert, was ihnen sozusagen ja, etwas bringt fürs weitere Leben, also nicht nur für die Schule lernen wir, sondern in dem Fall für das ganze Leben lernen wir. Ein Tisch in der Mitte, also so wie da, Tisch in der Mitte, ein Sessel hinten, ein Sessel vorne, Prüfungssituation hinten, der Prüfer, vorne der Prüfling, natürlich das Allerwichtigste, die Videokamera. Die Videokamera wurde seitlich aufgestellt, um dann eben dieses Prüfungsgespräch zu erfassen. Und die Fragestellung war egal. Also die Fragestellung war dem Prüfer überlassen, also der die Rolle des Prüfers eingenommen hat. Es war jede Frage erlaubt, weil es ging ja nicht um die Frage an sich, sondern es ging darum, bei einer Prüfungssituation stabil zu bleiben. Also das heißt, dem Druck des Prüfers standzuhalten. Ganz spannende Videoübung, denn hätte ich es nicht auf Videokassette festgehalten, die Teilnehmer hätten es nicht geglaubt. Unglaublich, oder? Ja, klingt jetzt banal, aber ich komme dann gleich zum Punkt. Ich komme dann gleich zum Punkt, was ich euch heute für dieses Wochenende noch sagen wollte, noch übermitteln wollte. Da waren Szenen dabei, die waren so bizarr, ja, dass sich der den Prüfer gespielt hat, auf den Tisch gestützt hat und in Richtung Prüfling greifen wollte. Also er wollte handgreiflich werden, weil der Prüfling sich nicht so verhalten hat, wie er eben das als Autorität des Prüfers erwartet hat. So, der Prüfer ist in einer Machtposition über den Prüfling und der Prüfling ist hier unten. Und ich habe den Leuten eben versucht, innerhalb dieser Übung beizubringen, dass man eine bessere Note bekommt, wenn man stabil bleibt, auch wenn man nichts weiß. Ja, weil die Frage ist ja völlig egal gewesen. Es ging nur darum, nicht zu kollabieren. Ist aber auch bei einigen passiert. Ja, wurden mit der Frage konfrontiert, eine Frage, deren Antwort sie natürlich nicht gekannt haben. Sie waren in Stress, ja, es war ein Rhetorik-Seminar, Rhetorik-Kommunikation, es war eine geübte Situation, es ging um nichts, es ging gar nichts, ja, er hätte sagen können, mich interessiert es nicht, diese Frage zu beantworten, ja, aber es geht darum, stabil zu bleiben, ja, und einige sind auch wunderschön kollabiert, hat man sofort körpersprachlich gesehen, Kopf gesenkt,
Hände in den Schoß, so bitte tu mir nichts, ich tu dir auch nichts. Sozusagen dieser schnellere Atem, schnellere, okay, den Herzschlag kann ich nicht beurteilen, ob der schneller war, aber Puls war wahrscheinlich schneller. Obwohl das ein Klassenkamerad war, ein Klassenkollege, war hier eine ganz schräge Situation. In so einem Spiel, ja, in so einem kleinen Spielchen, hat man sofort dieses dominante Gefälle gesehen. Sobald ich jemanden eine Kappe aufsetze, in einer Uniform stecke und sage, Franz, du passt da auf, geht, du lässt da keinen durch und wenn einer was, der geh mal, gib ihm. Ja, also das heißt, eine klassische Situation, wo jemand zur Macht kommt, in eine Machtposition kommt, für die er emotional, weil das waren junge Menschen, ja, die waren 17, keine 18 Jahre alt, ja, wo junge Menschen in eine Situation kommen, wo sie auf einmal überraschend mit Macht über einen anderen Menschen konfrontiert werden, in dem Fall indirekte Macht, dass sie das Recht haben, einen anderen Menschen zu prüfen. Gut, kleines Beispiel beendet. Alltäglich sehen wir aber, ich meine, das ist bei den Young Globe Dioten, oder keine Ahnung, wie die sie nennen, ja, sehen wir, dass Menschen, die fachlich und menschlich vollkommen ungeeignet sind, ja, dass die in Traumpositionen gehievt werden, wo sie komplett überfordert sind, Schuhe, die ihnen viel zu groß sind, ja, in die sie niemals reinpassen, da können sie einen Schwimmkurs absolvieren, und dann wird ihnen sozusagen Macht gegeben. Natürlich haben sie ihre Souffleure im Hintergrund, weil du weißt, der HMV, His Master's Voice oder Her Master's Voice, also das heißt, wir müssen hier schön brav gehorchen, was uns die Souffleure so sagen, also die Händler, was hier übermittelt wird. Und das sind dann sozusagen ich muss aufpassen, was ich sage, aber du weißt schon, wer das sein soll. Es ist halt eine Statistenvereinigung, da gibt es ja die United Statists, glaube ich, oder United, nein, Artists, das ist was anderes. Aber wie auch immer, ja. Und hier sind die Vereinten Statisten am Werk und sind jetzt als unreife Menschen in eine Position gebracht worden, wo man sagen kann, ja, die Machtbefugnisse sind schon beachtlich. Und hier, ich glaube, wann war das? Jetzt müsst ihr nachdenken, war das der 12. Jänner 2020 war das, wo diese Saturn-Pluto-Konjunktion war. Dieser 32-Jahres-Aspekt. Und hier geht es ja, Saturn macht und Pluto extrem abgründig. Ja? Wo wir hier jetzt diese Phase haben, der totalen Machtausübung. Und das ist ungefähr die erste Phase innerhalb dieses 32-Jahres-Zykluses. Ungefähr, ja, jetzt so Daumen mal Pi, bei 30 Jahren wären es 2,5 Jahre. Gut, die 2 Jahre, jetzt müsste ich rechnen können, 2 Jahre sind 24 Monate. 24 Monate, ja, gehen wir 2 Monate dazu. Also das heißt, wir haben 2 Jahre und sieben Monate dauert eben die Widderphase. Also das wäre die Intensivphase, würde dann dauern, Jänner 2020 bis, jetzt müsste ich rechnen können, bis, machen wir es einfach, Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, also das heißt, ja richtig, wollte ich gerade sagen, ja, bis zum August, jetzt müssen wir das Jahr noch erraten, 2023, ja, also 2023 August ist die intensive Machtphase. Und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine ganz bizarre Situation, in der wir uns befinden. Immerhin sollen wir ja der Souverän sein. Ja, also der Souverän hat ja an sich ja das Sagen. Ja, ja. Papier ist geduldig, heißt das, glaube ich. Und unterm Strich bleibt null übrig. Ja, ja, du kannst im Supermarkt kannst entscheiden, gell, welche Joghurt du nimmst. Den mit Marillenmarmelade drin oder mit Heidelbeer. Du hast alle Entscheidungsmöglichkeiten. Gut, die kostet mittlerweile das Doppelte, aber es macht nichts. Das ist der Exklusivitätsgedanke. Sozusagen ist er froh, wenn es überhaupt noch etwas gibt. Aber das ist so Details am Rande, weil hier wird ja im Interesse des Volkes entschieden. Des Volkes der Milliardäre. Also das heißt, hier haben wir doch ganz klare Akzente, die gesetzt wurden. Ja, Handshake, unser Knüppelkordl, hat heute mit seinem Grußpfoterl ins Leere gegriffen. Der Odolf Schmalz hat ihn sozusagen diesen da
abserviert. Ja, was auch immer. Ja. Also großartige Dinge, die sich hier immer wieder auf dem internationalen Glatteis-Paket präsentieren. Na gut, was können wir aus dieser Information jetzt mitnehmen? Also einerseits dem Rhetorikseminar, andererseits von den jungen Klobällen, Globaldioten sozusagen, die in viel zu großen Schuhen herumstolpern. Die Menschen sind an sich großartig, einzigartig, wunderbar, super. Alle. Und, oder fast alle, fast alle, fast alle. Und in dem Moment, wo man hier eine Position bekommt, einen Sessel der Macht, ja gut, der ist ein bisschen bescheiden, es ist ein kleiner, es ist ein Ohnmachtssessel, aber es gibt ja Sessel, so Lederfutter, große, wo man höher sitzt, 10 cm höher sitzt, über die anderen drüber schauen kann, ja. Und diese, ja, ne, so ein Geschwader da gerade drüber gezogen. Was waren das? Schaut aus wie Starre. Ja, Starfighter, genau. Und es ist dieser Sessel, der das Problem ist. Es ist die Position. Der Mensch verändert sich mit dieser Position. Ich würde mich genauso verändern. Vielleicht wäre ich ganz genauso wie die da oben, die ich auch kritisiere. Das heißt, es ist die Position das Problem. Position des Sessels, ja? Der Machtbefugnis. Man kriegt Namensschild, Funktion, Krawatte, Sakko und so weiter. Oder bei einer kleinen Position eine Kappe und eine Uniform. Und ein Gummiknüppel, klar, das ist in Zeiten wie diesen sehr wichtig. Und schon wird man ein anderer. Schon kommt man in das Gefühl von Macht. Und da haben wir wieder was. Eltern-Ich-Spieler, Kind-Ich-Spieler. Ich da oben, der da unten. Ja? Und für uns geht's, ja, ich weiß, okay, die Geschichte haben wir schon 500 Mal gehört bei mir, es geht ums Erwachsenen-Ich. Das Erwachsenen-Ich bedeutet reife Entscheidungen. Reifes Verhalten. Nicht zu viel beanspruchen, aber auch nicht zu bescheiden sein. Gut, das ist auch eine Botschaft an mich, aber dieses wieder in die Mitte kommen. Wir wurden an den Schulen, an den öffentlichen Schulen, ja, wurden wir ja, dazu erzogen, zu dienen. Und warum sagt man von gewissen Schulen, Privatschulen oder was auch immer, oder Spezialschulen, Sonderschulen, Baumschulen, warum sagt man von denen, es wären Elite-Schulen? Naja, weil die Menschen dort, anstelle sich gegenseitig zu zerfleischen und kaputt zu machen, Verbindungen, Freundschaften schließen. Das heißt, ja, ja, der Sohn von Herrn Grafen ist mein Sohn von Herrn Primarius, die kennen sich schon damals aus der Schulzeit, da sind sie dann zum Verband beigetreten, haben dort schon sie gemeinsam so Pläne geschmiedet, Karrierepläne ausgearbeitet, und das sind die Elite-Schulen, wo die Menschen einfach nicht kaputt gemacht werden, sondern wo sie zu Eltern-Ich-Spielern erzogen werden. No, das könnten Starre sein, gell? Naja, und das ist es. Das ist es. Dass uns nirgendwo jemand dieses normale Erwachsen-Mensch-Sein beibringt. Dass es immer dieses hierarchische, saturnale Geschehen ist, welches hier abläuft. Dass wir, egal wo wir sind, immer in irgendeine Hierarchie hineingezwängt werden. Schon im Kindergarten. Gut. Verstehe ich. Ja. Kindergarten lasse ich mir einreden, ist es nötig. Auch in der Schule, dass sozusagen eine gewisse Vorbildfunktion eines Vorbildes vorhanden ist, wäre das Ideal. Ja. Das wäre das Ideal. Und dass dann sozusagen immer mehr und mehr und mehr dass die Selbstständigkeit gefördert wird. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe maturiert, ja. Das war vor Ewigkeiten, wann war das? Ich glaube, das war 1982, glaube ich, so ungefähr 82. Und ich habe nicht mal einen Erlagschein ausfüllen können. Ich habe nicht gewusst, wie man Erlagschein ausfüllt. Ich habe komplett weltfremd. Ja. Und ich habe mit einem Studium begonnen, habe dann aber eine militärische Laufbahn gewählt. Ja. Und wäre ich jetzt auf der Uni gewesen, hätte dort eben
Ich habe für Jus inskribiert. Wäre ich dann Jurist geworden, Doktor geworden und so weiter? Was wäre aus mir geworden? Ein weltfremdes Wesen. Und Kraft dieser weltfremden Ausbildung hätte ich dann eine Führungsposition bekommen, wieder riesengroße Schuhe, für die ich in keinster Weise geeignet gewesen wäre. Jetzt bin ich wieder ein Niemand geworden und naja, ist auch okay. Ja? Es ist niemand, dieser sehr entspanntes Dasein, stressfrei, naja, ganz stressfrei ist es nicht, aber Niemand sein ist gar nicht so schlecht, ja? Es ist gar nicht so übel. Und wie wir so oft schon festgestellt haben, wenn jeder nur für sich selbst sorgte, wenn jeder nur sich um seine eigene kleine Welt kümmert und nicht um die anderen, also nicht so herumschwaboniert, ja, in Schwaberschwurberland, ja, auf Geheiß der roten, na, wie heißen die? Schilde, glaube ich, heißen die Schildbürger, genau, die roten Schildbürger, auf deren Geheiß und Anordnung und Anweisung, sondern wenn unser heißgeliebter Schwabinger sich nur um sich selbst kümmert, wäre großartig, oder? Er wäre ein glücklicher Mensch. Aber nein. Er fühlt sich berufen, anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Das ist gigantisch, oder? Das ist gigantisch. Und das ist das größte Krebsgeschwür, welches wir derzeit auf Erden haben. Der Psychopathen-Irrsinn. Und der endet jetzt. Und zwar auf die harte Tour. Auf die harte Tortur. Weil zuerst wird das Ganze noch weiter und weiter und weiter kulminieren. Ich habe jetzt gemäß meinen Rechenkünsten habe ich da vorgerechnet, das müsste so im August 2023 sein. Also da haben wir die heiße Phase, die Widderphase, ja? Die stärkste impulsive Phase. Danach geht es schon ein bisschen ruhiger aber. Ja? Aber das geht zu Ende. Dieses Psychopathentum muss sein Ende finden. Und ich weiß, Sie haben den Weg gewählt, wo Sie sagen, wir ändern euch, also wir verändern euch. Gar witzig, wie das gehen sollte. Ja, aber die haben schon Gen, wie das gehen, genetisch, wie das gehen könnte. Ja? Ganz interessant. Und dabei haben Sie eines vergessen. Sie sind es, welche einen Abgang machen werden dürfen. Gut, 19.50 Uhr ist, glaube ich, gar nicht mehr so weit. Wenn du ein paar Minütchen erübrigen kannst, ja, wäre sehr nett für Harmonie, Liebe, Frieden im Osten. Ich zeige nur mal symbolisch hin, also da in der Richtung, da spült sie sich ab. Da wollen sie alle Schuld daraufhin abwälzen. Ja, das haben sie sich so vorgestellt. Spürt es auch nicht mehr. Und Freude. Ganz wichtig, die Freude. Die Freude ist die Quintessenz von allem. Und einen Faktor, den habe ich leider schon vergessen, aber da wird man vielleicht in den nächsten 2 Jahren wieder einfallen. In dem Sinne, alles Liebe, dein Astrowolf und ein großartiges Wochenende. Siehst du was? Ich auch nicht. Ende.